auf jeden Fall kann man hier wieder sehr viel Zeug ansammeln. Da steht noch ein Bäumchen. Hier kann man wieder eins hinsetzen. Hier kann man wieder eins hinsetzen. Alles klar, bis gleich ein Melody. Ich muss aber gleich auch nochmal ein Päuschen machen. Der Kaffee zwingt mich nämlich zur Pipi-Pause. Ja, schöne Blumenwiese, Bienchen überall. Wer fühlt es? Ich würde dann nämlich hier ein Bäumchen hin tun. Vielleicht wächst er auch groß und dann mit Bienenstock. Wo ist die Schaufel? Da ist die Schaufel. So, die kann man auch wieder erzünden. Okay, ich bin auch eins dumm. So. Na, das läuft doch supi. Super duper duper. Da ist noch ein Setzling. So. Dann bauen wir hier einfach noch einen Baum hin, auch wenn da noch einer ist und hier in der Nähe. Hier ist keiner in der Nähe, genauso wenig wie hier. So, ist auch weit genug davon weg. So, es wird wieder dunkel. Wir können wieder Materialien abgeben. Und ganz wichtig, Level machen, indem man Fisch brät. Also wenn jemand mal Fisch, also Nahrung braucht, ich habe genug. So. Eichen, Eichen, nee, nicht dahin. Fichtensetzlinge habe ich keine mehr in der Tasche. Stickies kann ich wieder abgeben. Und ganz viel Holz, was ich abgeben kann. Ah. So, ich fange an, die Eichen wieder zu mögen. Aber nur aufgrund dessen, dass da jetzt so schön viel Honig dran fließt. Halbwegs. So. Wir können uns gerade mal hinlegen. Mal gerade. Ist er noch so? Sorry, ich musste mal gerade Discord abchecken. Weil wir wissen ja, die Punkte, die einen aufregen.
Okay. Sashikoa scheint ein Bot zu sein. Ja, ich möchte gern famous werden, aber nicht indem ich mir Follower und Viewers kaufe. Das wäre unnötig. Ich will ja das hier machen, um ein bisschen Geld zu generieren. Dazu brauche ich dann keinen famous durch irgendwelche Bot-Generierung oder so. Also danke, nein danke. So, hier das Bäumchen ist auch schon gewachsen, aber der ist ja so zugewuchert, ist ja gar nichts dran. So, aber wenn das bei euch so famous ist, dann könnt ihr schon mal eine Follow oder so da lassen. Okay, da ist nichts mehr hinter. Sah jetzt von hier so aus, als wäre da noch ein Stamm. So, hier ist noch nichts Neues gewachsen. Die Bienchen kümmern sich. Sehr sweet. Hier irgendwo, ja, da hinten ist einer, aber hier ist ein Setzling. Zack. Da hatte ich keinen hingesetzt, was nicht schlimm ist, am Bergen wachsen ja eh nicht so gut. Weil hier hatte ich doch irgendwo eingesetzt, oder? So, jetzt mache ich hier einen hin. Ist hier in der Gegend irgendwo einer? Ja, meine Bienchen, dann kommt herbei. Ich könnte auch oben noch Bäume hinsetzen. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, hier was zu mampfen. Dann grasen wir mal oben. Fällt gerade ab. Da war nämlich wieder jede Menge Weizen für die Tiere und für die Hühnchen dann Weizenkörner. Zack, Massentierhaltung. Also da müsste ich mein größeres Gehege bauen auf jeden Fall. Ha, wie viele Eier schon wieder. Och ja, lauft mir doch in die Eier rein, seid ihr denn deppert. Okay, die haben wieder jede Menge Eier. Ich war nämlich so schlau und habe den Weizen komplett mitgenommen und den Keller verbannt. Ich glaube, ich habe um die Tür aufgelassen. Ich habe jetzt die Hühner gleich alle in meinem Haus drin.
Ja, schau dir das mal an, was hier alles drin ist. Aber jetzt noch nicht so viel. Jetzt ein Kölner kann ich schon mal mitnehmen, überwiegend. Komm ich an den Tisch da schon ran? Ja. Weizen ist ja nicht so viel, ne? Der ist in dem Körner drin, okay. So, dann kann ich mit den Weizenkörnern erstmal das Feld wieder bestellen. Au. Ja, der Zombie scheint wieder unten in unserem Geheimversteck zu sein. Das macht aber nichts, das ist sogar besser so, wenn es so ist. Ich hab die Tür aufgelassen, sag ich doch. So viele freilaufende Hühner. Frag ich mich trotzdem, warum der Weizen hier oben drauf liegt. Komm, zieh Leine. Da. Und jetzt hau ab. Geht doch. Das ist natürlich dann das Blöde bei freilaufenden Hühnern, dass die dir ständig in den Weg rennen, wenn du die Dinger hier in der Hand hältst. So, Weizen. Weizen für die Kühe, Hallöchen. Das sieht aus, wie mir hier nachher nur um Weizen zu erhaschen. So, das müsste glaube ich jeder bekommen haben, außer die Kleinen, die bekommen jetzt. So. Hallo, ich will hier raus, danke. So, die packe ich jetzt auch erstmal hier rein. Jetzt Gönner. Ah, da hätte ich eh noch welche gehabt. So. Die Wolle nehme ich mal mit. Den Zaun und so kann ich da lassen. So. Ja, wie man mich erwischt, dass ich immer wieder am Sortieren bin. Aber es hilft nichts. Ich muss sortieren. Weil sonst finde ich nichts wieder, wenn ich nichts sortiere. So, da ist auch schon wieder Fisch fertig. So, Wolle hatte ich glaube ich unten. Stickies. Stickies hatte ich noch nicht allzu viele, kann ich aber erstmal weg. So. Lichtenholz hier.
Wolle war hier. Wolle, Wolle, Wolle. So. So. Bibi und dann gleichzeitig auch eine Pause eben.